Freunde, ich glaub's kaum, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Seven vs. Wild und ich war übertrieben gehypt auf die erste Folge, war dann noch viel mehr gehypt auf die zweite Folge und jetzt nach der zweiten Folge bin ich noch gehypter auf die dritte Folge. Und ich habe das Gefühl, das sagen hier auch so ein bisschen die Zahlen. Guck mal, die erste Folge hat 1,7 Millionen nach 7 Tagen Views. Die zweite Folge hat 1,8 nach 3 Tagen. Und nach 20 Stunden hat jetzt hier die dritte Folge schon 1,2 Millionen. Also das Projekt geht auf jeden Fall komplett durch die Decke. Ihr habt mich darauf hingewiesen, dass ich im Thumbnail nicht zu sehr spoilern sollte. Ich habe zwar gepixelt und alles. Aber ja, sorry dafür. Ich werde auf jeden Fall jetzt in Zukunft versuchen, weniger zu spoilern. Jetzt wird es allerdings hart, wie ich gerade spontan sehe, denn die dritte Folge, die wir uns jetzt angucken werden, hat 1 Stunde 6 als Länge. Also es geht über 1 Stunde. Wir sind trotzdem bei 100% Likes. Ich bin übertrieben gespannt, was auf uns zukommt. Ihr erinnert euch an den Cliffhanger. Die große Verletzung, keine Kommentare lesen. Wir ziehen uns einfach direkt rein, was abgeht und bekommen jetzt hier direkt den ersten Einblick. Ich bin übertrieben gespannt. Mein Shelter ist einfach nicht wasserdicht. Das ist schon krass was anderes. Überall fließt das Wasser runter. Ich find's richtig geil. Das ist... Das ist das Feedback, was ich mir auch von Fabio schon gedacht habe. Geil. Schrecklich. Mir ist arschkalt, Mann. Geil! Eine Höhle brennt. Okay, 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 ausgesetzt. Okay. Let's go, der Hase. Tag 1, 11:30 Uhr mittags. Es ist ja immer noch, wir sind immer noch am ersten Tag. Wir sind zwar in Folge 3, aber es ist immer noch der erste Tag. Da quasi 11:30 Uhr, da fängt gefühlt mein Tag erst an. Da sind die ja schon, weiß es ich, wie viele Stunden. Warte mal, 4 Uhr sind sie aufgestanden. Keine Ahnung, wann die letztendlich da waren, habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber 5 Stunden hängen die ja schon locker dann an ihrem Platz. Da ist schon einiges auf jeden Fall an Zeit vorübergegangen. Ja, ich bin gespannt. Komm, rein. Über 1 Stunde haben wir jetzt. Nice. Oh Gott, stimmt. Ich freue mich hier und er hat ein richtiges krasses Problem mit seiner Wunde. Okay. Wir gucken jetzt mal. Ich gucke mir das jetzt kurz an. Oh Scheiße, sieht nicht gut aus. Okay. Well, fuck, Alter. Ich sehe, dass der Druckverband durchblutet. Jetzt habe ich auf alle Fälle wirklich was zu tun. Okay, er holt das Handy raus. Ich weiß immer noch nicht 100%, was das jetzt bedeutet, ob das jetzt eine Art Regelbruch ist. Also natürlich ist es eine Art Regelbruch, aber inwiefern das auf ihn zurückkommt, aber ist natürlich absolut vernünftig. Wie gesagt, er ist ja selber Sanitäter und weiß, was es bedeutet, eine Platzwunde am Kopf zu haben und was daraus resultieren kann. Dementsprechend geht er natürlich vernünftig hier den Schritt und holt das Handy raus und muss sich einfach die Wunde angucken. Okay. Krasser Start direkt in die Folge, finde ich nice, dass wir da direkt weitermachen. Weil ich kann meinem Kopf keinen Druckverband anlegen. Ich kann jetzt noch den zweiten drüber machen. Das blutet durch. Ey, ganz ehrlich, ich könnte heulen. Ich werde auch später heulen, ich sag's euch. Aber oh, ich hatte verbannt. So viel vor, Alter. Ich hatte so viel vor. Fuck. Wie kann man denn so dumm sein? Und ich habe am Anfang noch einen Joke gemacht von wegen, yo, vielleicht sind die Szenen ja wirklich vom ersten Tag. Stellt euch mal vor, Plot-Twist. Und es ist wirklich so, anscheinend. Ich habe mich so lange auf die Scheiße gefreut. Alles vorbereitet. Und jetzt schüttel ich an den scheiß Baum. Alter, wie kann man so dumm sein? Oh, fuck. Ey, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht wahr sein. Die brauchen 1 Stunde, bis wir bei mir sind. Ach, ach, er hat Hilfe gerufen. Ich dachte, er macht ein Foto, guckt sich das an, geht aber noch nicht den Schritt. Okay, also er verschafft sich, habe ich komplett falsch verstanden, er verschafft sich gar kein Bild, sondern er ruft jetzt wirklich Hilfe und ist damit dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, offiziell raus, oder? Wir werden es sehen. Oh. Jetzt kommt die Szene aus dem Intro, wo er am Wasser sitzt und sagt, es tut mir leid für alle, die sich gedacht haben, leider, dass ich das länger durchziehe und weiß ich nicht was, 100%. Scheiße. Ich bin einfach der Erste, der abbricht, weil ich mir einen scheiß Ast auf den Kopf haue. Ich habe echt überlegt, weiterzumachen, aber es wäre einfach nur dumm. Das wäre noch dümmer, wenn ich weitermachen würde. Ich habe jetzt auch Adrenalin, schon einfach von der Anlandung und so. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was mit mir ist. Ich muss das kontrollieren lassen, nicht, dass da irgendwas ist und ich Folgeschäden habe. Krass. Krass, wie viele Stunden jetzt nach der Ankunft? Waren es 5 oder 6 oder so jetzt auf der eigenen Insel? Und Ende.
So schnell kann es gehen. Das hatte nichts mit dem Projekt zu tun. Das hatte nichts mit 7 Tage, 7 verschiedene Ausrüstungen. Er ist zu einem abgestorbenen Baum gegangen, hat daran gerüttelt und sich den auf den Kopf geklatscht. Das kann jederzeit in dem Wald passieren. Das ist nichts, was passiert ist, weil es dieses Projekt gibt, sondern klar, er hätte den jetzt vielleicht privat nicht unbedingt haben wollen, den Ast. So. Aber an sich, wisst ihr, was ich meine, das ist schon krass. Es tut mir so leid für alle, die ich jetzt enttäusche. Aber Ehre, dass er das alles so filmt. Ne? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich in so einer Situation bei so einem Mental Breakdown Bock darauf hätte, mir die Kamera selber ins Gesicht zu halten. Ehrlich gesagt, kein bisschen. Wegen so was Dummem. Es ist vermeidbar gewesen. Krass, ey, ist das echt Ende. Ich glaube, los. Jetzt blutet es wieder ein bisschen stärker, weil ich schon rumgefummelt habe. Aber nähen werden wir da nicht. Da muss nichts genäht werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, nice. Wenn du aber noch was brauchst, sag Bescheid. Ja, dann bringen wir dir noch was. Damit du zumindest dein Ding machen kannst nach die Tage. Ja, nice. Ach, er zieht weiter durch. Ich dachte, man ist dann zwangsläufig raus. Niklas hat das versiegelte Handy sowie externe Hilfen genutzt und ist damit nach dem Regelwerk ausgeschieden. Er hat beim Kontakt mit dem Team den Wunsch geäußert, das Projekt weiter für sich selbst durchzuziehen zu wollen. Da es gesundheitlich zu verantworten war, wurde ihm dafür vom Rettungssanitäter das Okay gegeben. Da die Regeln für alle Teilnehmer gleich sind, hat das aber keinen Einfluss und Niklas bleibt ausgeschieden. Okay, das heißt, wir können ihm weiter zugucken, aber offiziell ist er eigentlich raus, ja. Ehre, also absolut richtiger Schritt, ne? Müssen wir nicht drüber reden, dass er da wirklich sich Hilfe geholt hat. Damit macht man keinen Spaß. Mit solchen Wunden am Kopf macht man einfach keinen Spaß. Absolut richtige Entscheidung und trotzdem natürlich ehrenhaft, dass er diesen Ehrgeiz auch wirklich hat und sagt, ich will trotzdem weitermachen. Okay, krass. Sehr, sehr krass. Ich bin disqualifiziert. Gut, damit muss ich klarkommen. Der Sani hat gesagt, ich kann damit hier bleiben. Es muss nicht genäht werden. Der Kollege vom Rettungsdienst kann das selbst sehr gut einschätzen und deshalb werde ich jetzt einfach mein eigenes Ding durchziehen. Ich mache das jetzt noch für mich und vielleicht bis später. Gut gelaunt ist er trotzdem nicht. Kann man verstehen, ne? Da ist die offizielle Animation. Oh Gott, was geht bei Dave? Ich habe mir noch so ein paar Gedanken auch nachträglich da gemacht, so wie wäre ich das angegangen? Und ich kenne Daves Insel nicht 100%, aber er ist so offen da eigentlich. Man hört ja auch richtig, wie der Wind da durchpfeift und er hat ja sogar selber gesagt, das pfeift ihm da komplett unter das Zelt. Also das, ich glaube, ich würde mich nicht so offen der Natur aussetzen. Das ist zu krass. Es geht voran. Ich habe mich dafür entschieden, so ein Bett aus einer Holzkonstruktion zu bauen, bei der die Stämme in den Boden gerammt werden, dann andere Stämme, die horizontal liegen, halten, sodass wir dann längs die Planken über die Liegefläche legen können. Das habe ich jetzt auf dieser Seite schon gemacht. Das hält wirklich bombenfest. Also krass. Das ist 1A. Und jetzt heißt es, die letzte Seite machen. Die Dinger habe ich schon vorbereitet und das restliche Holz liegt da vorne. Das werden wir jetzt holen. So langsam bekomme ich aber auch Hunger. Mit dem Feuer gerade eben hat es leider nicht geklappt. Es hat dann auch angefangen zu regnen. Hoffen wir mal, dass es beim nächsten Versuch besser läuft. Also so ein Bett habe ich noch nie gesehen. Macht man das so? Ich habe wirklich noch nie so eine Bettkonstruktion gesehen. Während dem Arbeiten bin ich schon die ganze Zeit am Essen. Preiselbeeren und Blaubeeren, obwohl es deutlich mehr Preiselbeeren gibt. Die sind ziemlich sauer, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Schmeckt mir. Ist nur die Frage, ob mein Magen das so lange mitmacht. Sind Preiselbeeren und Johannisbeeren das gleiche? Bis dato 1A. Ganz Holz, hier habe ich schon geschnitten. Das hier ist für die Wände im Shelter und das. Nee, ist was anderes, Preiselbeeren. Die sehen ja super ähnlich aus. Habe ich noch nie in meinem Leben Preiselbeer gegessen? Ja, jetzt macht ihr euch wieder darüber lustig, dass ich ein Stadtkind bin, was nicht mal stimmt. Das hier ist fürs Bett, das hier ist dringlicher. Und deswegen nehmen wir das. Boah, ist das windig! Mit.
Ich muss jetzt unbedingt was essen. Ich habe da vorne auch schon Steinpilze gefunden, was ein absoluter Traum wäre, wenn ich sie denn kochen könnte. Deswegen habe ich jetzt gerade hier mal so ein bisschen Birkenstrauch drüber gehangen und probiere jetzt hier sicher vom Regen hoffentlich das Feuer anzubekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle anderen Kandidaten Feuer anhaben, ich aber nicht. Und das werden wir jetzt ändern. Er hat das Feuerzeug, das nasse, ne? Ist es auch Birkenrinde? Ja, easy, wo war das Problem? Also war eben nur der Regen das Problem wahrscheinlich, ne? Und wenn der Trümmel schiebt, dann storm mal parat und mit Dreck durch die Stadt. Allah, Allah. Jetzt brennen bitte. Danke. Vielleicht ist es aussichtslos. Real Talk, ich werde auch die ganze Zeit ununterbrochen mit mir selber reden. Wirklich laut die ganze Zeit, 100%. Los für mich und Feuer. Was bedeuten würde das? Ja, guck mal, wie das da steht. Er hat doch gesagt, der Wind kommt von da. Das zieht ihm jetzt komplett auch noch. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Kopf hier oben sein soll, ja? Dass er nicht mit den Füßen nach oben liegen will. Und dann hat er das Feuer direkt daneben. Ich meine, gut, man kann es noch verlagern, aber das zieht ja jetzt durch den Wind hier. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht ist es aussichtslos für mich und Feuer. Was bedeuten würde, dass ich auf einen rohen Pilz zurückgreifen muss. Oder ich gehe schnell hin, hole den, den ich gesehen habe und probiere den hier über diesem Räucherfeuer ein bisschen zu halten. Vielleicht machen wir das. Wie, er hat doch Feuer am Laufen. Wie aussichtslos mit ihm und Feuer, verstehe ich nicht. Boah, was ist denn Oschi? Boah, sind die fett. Kann man den nicht einfach so aus dem Boden ziehen? Die muss man doch nicht abschneiden, oder? Okay, in dem Pilz sind leider schon sehr viele Viecher unterwegs. Ich hatte gestern einen in der Hand und der sah auf jeden Fall nicht so gelöchert aus. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass die ganze Zeit Tierchen rein und raus rennen. Ja, aber damit muss man leben in der Wildnis, abkochen und gut ist. Rein damit, oder? Das ist eher ein Bonus. Das ist quasi wie so ein Berliner mit Füllung quasi. Ah, nee. Der hier sieht deutlich entspannter aus. Oha. Ja. 1A. Ich gehe mal davon aus, dass man alles essen kann. Aber ich habe nicht so richtig Ahnung. Das sollte man nicht tun, was ich jetzt mache. Aber ich bin hungrig. Da ist natürlich nichts mit Salz und Pfeffer. Du isst einfach so roh, also nicht roh, gekocht, aber du isst halt einfach Pilz, so, ne? Fertig. Nix dran. Oder wächst da zufällig irgendwo ein bisschen Rosmarin? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich habe Wasser zu den Pilzen gegeben. Und jetzt würde ich sie ganz gerne auskochen, wenn mich das Feuer denn lässt. Jetzt muss ich mir noch gerade eine Vorrichtung bauen. Es regnet schon wieder. Leute, es läuft wieder eine Musik im Hintergrund. Die macht mir keine gute Stimmung. Da bin ich ja mal gespannt, ob das überhaupt so ein bisschen Hitze abbekommt. Ja, klar. Und wie es läuft. Na sicher. Eine Handvoll Beeren und die Pilzsuppe. Warum läuft diese Musik? Ah, so langsam geht das hier richtig auf. Das Süppchen ist am Dampfen. Riecht auf jeden Fall schon stark nach Pilz. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es läuft zu einer Musik, weil das vielleicht gar kein guter Pilz ist. Und der zwirbelt sich da irgendeinen giftigen Pilz rein. Ich habe ja keine Ahnung von Pilzen, aber irgendeinen Grund muss er jetzt haben. Bin gespannt. Oder verbrennt er sich jetzt? Schüttet er sich das über das Gesicht? Okay. Es ist, bis dato habe ich nur Wasser mit Pilzgeschmack geschmeckt. Hoffentlich ist das ein richtiger Pilz. Ja, ist decent. Es könnte ein bisschen Salz dran, aber ansonsten ist fein. Es könnte fast nicht schlimmer sein. Der Regen ist richtig am Prasseln, noch viel schlimmer geworden. Ich bin komplett nass, also wirklich komplett. Das Wasser steht in meinen Schuhen. Wenigstens brennt das Feuer. Ich habe das mit den Stümpfen hat tatsächlich funktioniert.
Da probiere ich das Feuer drin zu speichern. An sich geht es mir aber eigentlich ganz gut. Ich habe nur das Gefühl, dass mir echt so ein bisschen zu kalt ist für das Wetter, das ist. Also es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde ich kränkeln oder so. Aber da lässt sich mal noch sehr gut drüber hinwegsehen. Okay, okay, okay. Die Musik kommt also nicht immer dann, wenn irgendwas Krasses passiert. Hier vorne kommt mein Bett hin. Koppe. Was geht bei Chris? Man sieht das. Hier vorne kommt mein Bett hin. Ich werde jetzt hier am Fußende, okay, weil ich schlafe mit dem Kopf nach oben, Fuß hier unten, Steine hinpacken. Oben vielleicht nochmal Steine. Und dann gehen Hölzer rüber, Balken. Hm. Also irgendwelche Äste, dicke Äste. So. Und dann kommt ein Dach rüber. Ich bin hier gerade am Entasten von diesem Stamm. Und es wird gerade extrem windig, ihr sitzt da vorne schon, es wird richtig dunkel, da kommt auf jeden Fall eine Regenfront auf mich zu. Bedeutet, ich werde auf jeden Fall nass werden, ich habe nämlich noch gar nichts. Das hier ist das erste, sag mal, Brett von meinem Bett und da fehlen noch ganz, ganz viele andere. Ah, das wird auf jeden Fall lustig. Ja, und Dave ist bis jetzt am schlechtesten ausgerüstet, was Schlafplatz betrifft und so, ne? Und ich musste gerade wieder an was die anderen denken. Vor allem an Fabio, weil er halt, genau wie ich, kein Tarp dabei hat. Und ich bin mir sicher, die anderen sitzen jetzt schön unterm Tarp, am Feuer und freuen sich. Oder haben eine richtig geile Höhle. Ich habe jetzt hier ein paar Stöcker gemacht. Die kommen dann hier rauf. Aber ihr seht schon, boah, wie viele? Da brauche ich trotzdem noch ein paar bis oben hin. Wie viele brauchst du da? Er pennt einfach. Er pennt einfach sofort? Er holt einfach direkt Schlaf nach? Alter Faulpelz. Ich bin gerade ein bisschen auf meinem Stein eingeschlafen da vorne, ey. Glaube ich ein bisschen hinlegen, weil die Nacht war kurz. Und irgendwie ist mir gerade so ein bisschen nach Entspannung. Aber ich muss vorankommen. Wenn mein Bett nicht fertig wird, dann kann ich gar nicht entspannen. Ich habe gerade echt kurz geträumt. Krass. Ich war weg. Ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen am Birkenpilz geknabbert. Nein, den isst man so. Man kann die auch roh essen, aber ich muss sie nur sauber machen. Und natürlich schmecken sie auch gebraten besser. Ich habe es komplett unterschätzt, was das für ein Energieaufwand ist. Also, ich meine, so ein Stamm wiegt auch ein bisschen was. Wenn du davon halt ein paar brauchst, die zottelst du von irgendwo her. Das ist halt, Junge, das braucht so viel Energie. Und ich habe jetzt schon Hunger. Und wir sind gerade mal ein paar Stunden drin im Experiment. Da kommt so ein bisschen was. Wird auf jeden Fall interessant. Das ganze Getrage und gesägt. Ja, das, was man in der Energie raushaut, das will der Körper natürlich auch wieder zurückhaben in Form von Essen. Ne? Gesäge und sowas. Und du verbrauchst einfach so viel Energie. Und vor allem kriegst du einfach mega Durst. Das Wasser ist, selbst bei so wenig Wasser hier ist, das Wasser schon braun. Aber was soll's. Lieber braunes Wasser als gar kein Wasser. Und ich werde es auch noch nachher, wenn das Feuer wieder an sein sollte, was ich hoffe, dann vielleicht auch sogar abkochen. Aber ich habe einfach mega Durst. Rein da. Ach, der erste wäre Paracord von irgendjemand, der immer was gebaut hat, aber das ist ein Schwanz von irgendeiner Echse. Nein. Ich guck jetzt gerade mal, wo der Rest ist. Jetzt hier raus. Essen, also ja Abendessen am Spieß. Ich sehe die gar nicht hier. Die klemmt echt dazwischen. Okay, also die lebt auf jeden Fall noch. Hol sie dir. Es lebt auf jeden Fall noch. Oh, ich würde die. Okay, jetzt mal ganz kurz ernst. Ich würde. Das ist eigentlich. Aber ich glaube, ich würde mir die als Haustier halten wollen. Jetzt zweite Frage, wie? Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich würde diese Echse wirklich nicht loslassen wollen. Ich würde wollen, dass sie da bleibt. Ich müsste irgendein soziales Wesen haben, mit dem ich interagieren kann. Und wenn ich da eine eigene Echse hätte, oh, die arme Echse, ne, die will einfach nur in Ruhe gelassen werden, ne? Aber ich glaube, ich würde es aus Egoismusgründen tun. Das wäre mein Haustier. Jetzt auch eigentlich Notnahrung, wa? Ah, hier ist er, guck mal. Hier vorne. So eine kleine. Ach da, ja. Ja, das ist ein Haustier. Ja. Ex-Fred. So fangen wir es gar nicht an hier. Wenn ich das Ding durchbrate, ist da noch weniger dran. Nimm mit. Lass ich leben. Da wir hier in einer Survival-Situation sind, dürfen wir natürlich auch Sachen, die wir finden, einfach mitnehmen. Ne, auch wenn es Müll ist. Und hier liegt zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, einfach eine Schraube. Eine Schraube mitten auf dem Stein. Hätte er besser mal einen Akkuschrauber als Gegenstand mitgenommen. Ich weiß nicht, warum sie hier liegt, aber warum er so eine Schraube im Wald zu suchen hat, aber ich nehme sie erstmal mit, weil man weiß ja nie wofür. Keine Ahnung. So, Update.
Ich habe das jetzt hier ein bisschen versteckt von beiden Seiten. Natürlich, wenn ich jetzt hier hinkomme und jetzt wie ein Ochse dran wackel, dann fällt es um. Aber guck mal, ich drücke jetzt schon ordentlich hier und das, ja, steht. Also da vorne kommt es nicht. Es fällt nicht nach vorne um. Da ist echt schon sehr stabil. Also wirklich ohne Scheiß richtig stabil. Aber seitlich nicht so extrem. Aber ich krieg's halt auch nicht stabiler. Ich fange jetzt an. Gucken wir, wie es funktioniert. Oben erstmal Äste raufzulegen. Ja, vielleicht irgendwelche von Kiefern mit ein paar Nadeln Äste rüber. Und dann oben rauf eine Ladung Moos. Also ich werde noch nicht paranoid, aber ich, ja, ohne Witz, ich höre gefühlt ständig überall Stimmen, oder ich bilde es mir zumindest ein. Weil das Wasser irgendwie hier ranschwappt und irgendwie kommt es so mit dem Wind und... Alter, guck mal, die sind gerade erst ein paar Stunden da und werden gefühlt schon wahnsinnig. Das ist immer noch, wenn jemand reden würde. Ich gucke halt ständig hier irgendwie ans Ufer und da ist aber niemand. Aber irgendwas höre ich die ganze Zeit. Das ist voll weird, oder? Man hört die Stimme... Kann aber nicht sein. Ich kann die Stimme nicht vom anderen Ufer hinten hören. Fangen wir mal an. Ich habe jetzt hier einen Haufen Moos. Hier ist mal meine Moos... Mein Moosvorrat. Nehme mal den Teller hier oben. Oha, das macht Sinn, unten anzufangen. Leg es einfach hier rauf, drück es ein bisschen fest. Nachher darf von innen kein Licht mehr durchkommen. Das ist mein Ziel. Weil wo Licht durchkommt, kommt auch Wasser durch. Also Wasser kommt auch da durch, wo kein Licht durchkommt. Also wenn ich mir das angucke, da wird doch safe Wasser durch. Da kommen also safe, oder nicht? Immer noch am Regnen. Ich bin mittlerweile komplett nass, also bis auf die Unterhose komplett durchgeweicht. Die Socken sowieso. Aber mein T-Shirt ist noch trocken. Mein T-Shirt ist echt noch trocken. Die Jacke, die hält, obwohl die halt auch schon... Also ich kann hier wirklich, wenn ich... Hier kommt die Suppe einfach raus überall. Schlägt schon Blasen. Das ist echt krass. Mein Shelter ist einfach nicht wasserdicht. Ich habe einen großen Fehler gemacht, aber den kann ich jetzt nicht mehr wieder gut machen, weil dafür müsste ich das ganze Ding abbauen. Und zwar hätte ich wirklich überall Streben runter machen müssen. Komplett die ganze Länge Streben und dann erst Moos drauf. Damit, wenn Wasser durch Moos durchkommt, am Stamm ablaufen kann, nach hinten weg. Ah, ja, das ist logisch. Stimmt, dann sammelt sich das und läuft ab. Bei mir habe ich bloß noch Blätter unten dran. Das Problem bei Blättern ist, wenn dann das Wasser durch Moos irgendwann durchkommt und es kommt durch, weil das Moos saugt sich ja voll und irgendwann hat es die Kapazität erreicht, und das Wasser drückt durch, dann läuft das Wasser an den Blättern runter und tropft ins Shelter, also auf mein Bett rauf. Das ist scheiße. Also klar, es ist hier drin trockener als hier draußen, mit Abstand, aber das Moos ist halt so voll gesaugt, es trocknet ja nicht. Es muss erstmal trocken werden, damit es wieder ein bisschen was aufsaugen kann. Das ist ja seit Tagen ringelt es ja und es ist halt komplett voll gesaugt. Und ich muss das Ding aber noch... Er wirkt nicht super happy mit der Situation, jetzt schon. Ne? Einigermaßen dicht ging für die Nacht. Ich habe richtig das Gefühl, die merken langsam so ein bisschen, alter Fuck, auf was habe ich mich hier eingelassen? Das wird echt noch saftig. Hat man so richtig das Gefühl. Weil wird ja nicht besser, wird ja eher schlimmer, wenn ich da drin liege. Mein Schlafsack ist noch trocken, aber der wird dann nachts auf jeden Fall nass. Und jetzt Fabio. So, hier, das sieht doch hoffentlich nach schönem Birkenzunder aus. Oh oh, Musik. Ja, ja, weil das wieder ein abgestorbener Stamm ist. Ja, ja, hört mir bloß auf hier. Das war's. So, fertig. Das klingt anstrengend. Ich verspüre langsam Durst. Hunger noch nicht so wirklich, aber ich muss mir noch ein Gefäß bauen, um Wasser hier hochzubringen. Das ist aber jetzt erstmal nicht meine Priorität, sondern ich will jetzt gleich erstmal das Feuer entfachen, dass das schon mal brennt, das Lager weiterbauen, weiter Brennholz suchen. Und deshalb werde ich mich jetzt hier erstmal an den Blaubeeren bedienen. Es ist Flüssigkeit drin, bisschen Zucker, Fruchtzucker. Ja, weil ich will es auf jeden Fall nicht rauszögern, dass ich erst gar nicht in irgendein Loch falle. Und ja, und ich merke, dass die letzten Stunden auf jeden Fall anstrengend waren und ich mal chillen sollte ein bisschen. Also sammle ich ein paar Beeren jetzt und mache Feuer und dann machen wir weiter. Auf der einen Seite überlege ich gerade, ob ich es nicht gut fände, mich zu
überanstrengend, damit ich überhaupt einpennen könnte. Ich hatte irgendwie auch Angst, dass ich gar nicht schaffe einzupennen. Aber die sind eh so gefordert da draußen, haben sich so viel bewegt und so viel an der frischen Luft, die werden schon, echt, die werden, ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, dass man müde wird. Schmeckt? Schmeckt immer, ne? An den Aal. Geil, ich will jetzt unbedingt gerade in diesem Moment auch Feuer machen. Das sieht echt spaßig aus. Aber das darf man nicht einfach so, ne? In Schweden anscheinend, ne? Es scheint ja legal zu sein da. Weiteres wichtiges Zwischenziel erreicht. Geiles Feuer. Feuer machen, Sachen trocken bekommen. Feuer instand halten und geil. Ja, jetzt baue ich mir hier mal ein bisschen, also ich brauche auf jeden Fall noch mehr Feuerholz und baue mir dabei währenddessen noch das Lager hier zu, wegen Windschutz und so. Ja, immer kleine Ziele nehmen und Step by Step abarbeiten und immer die Ruhe bewahren, auch wenn ich eben echt lange gebraucht habe, um dieses Feuer anzumachen. Easy taken. Ja, aber es hat geklappt, alles gut. Fabio, ist das geil. Ja, schön am Dampfen. Setz mich mal ein. Ich sollte weiter Holz suchen. Problem ist nur, dass langsam alles feucht wird durch den Regen. Aber ja, schön warm. Purer Luxus, wieder in trockenen Schuhen oder einigermaßen trockenen Schuhen zu stehen. Ich muss mich mal ein bisschen sputen, weil ich glaube, das regnet sich heute ein. Ich muss, ihr seht, wie klein der Haufen geworden ist. Vollgas geben mit Brennholz, was jetzt alles feucht ist und dann da antrocknen muss. Ich bekomme auf jeden Fall langsam Durst. Ich muss mich unbedingt um Wasser kümmern. Das heißt, ich muss einmal komplett runter zum Ufer. Aber vorher muss ich mich um das Feuer gekümmert haben. Also Mission on. Ich habe gerade einen Brennnesseltee. Gibt es da Brennnesseln? Könnten die auch machen ohne Probleme. Brennnesseltee. Boah, stimmt. Man könnte sich alle möglichen Tees wahrscheinlich da zaubern. Ein Moostee. Ein Tannentee, man kennt sie. Jetzt mal drin gebrannt. Vielleicht ist hier, also ich glaube nicht, dass das ist kein Pilz, Blitz eingeschlagen ist oder so. Krass. Der ist auf jeden Fall schön trocken. Den werde ich jetzt irgendwie auseinander kloppen. Hau den dir bloß nicht auf den Kopf, Fabio. Krass. Geil. Direkt an seiner Höhle, das ist ja ein Traum. Guckt euch an, wie episch die Höhle ist. Ich komme nicht auf seine Höhle klar. Das ist ja der Hammer. Geil. Oh, eine Höhle brennt. Oh, stimmt. Ja, ich guck mal kurz nach den Kleidungssachen. Ja, der nur zwei Sachen mit hat, verbrennt sich auch noch die Kleidung. Okay, das war Feuer ist gerade ein bisschen groß. Ja, ich mache da oben das Holzlager hin. Oha, richtiges Maifeuer. Weil heute Nacht, wenn es kalt wird, brauche ich auf jeden Fall Feuer. Und da sollte ich genug da oben haben. Noch weiß ich aber nicht, wie er da drin liegen will. Er liegt ja wohl kaum auf dem Stein. Alter, ist das heiß. Oder unter dem Stein, wie Patrick. Heiß hier drin. Krass. Oh Gott. Der brennt sich die Höhle ab. Jetzt brennt er das ganze Moos ab. Ah. Oh, das kuschelige Moos, toll. Ach du Scheiße. Ist das geil. Also aktuell wäre es sowieso viel zu warm mit Schlafsack, aber wir haben ja noch lange nicht Abend und ich bin immer noch krass verschnupft. Alter, das ist heiß, krass. Das Holz ist gut, was ich da eben reingeworfen habe. Krank. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mir da nichts fange, weil ich kann das Wasser ja noch nicht abkochen. Ich hoffe, dass ich mir noch irgendein Gefäß bauen kann. Ach ja, er hat ja gar kein Gefäß. Boah, das dauert und ich muss mich erstmal um andere Sachen kümmern. Ich habe wirklich Real Talk zu diesem jetzigen Zeitpunkt null Ahnung, was für ein Gefäß er sich bauen will. Aus Holz kann es nicht sein, das würde ja über dem Feuer verbrennen, schätze ich. Ich glaube nicht, dass man das so weit weghängen kann, dass das Wasser heiß wird, aber das Holz nicht brennt. Das heißt, es muss aus Stein sein? Woraus soll es denn sonst sein? Und wie baut man sich denn aus Stein ein Gefäß, wenn man das bearbeitet, egal auch. Das zerbröselt doch einfach. Ich hab wirklich gar keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung, wie man ein Gefäß in einer Natur basteln soll. Fällt mir gerade nichts zu ein. Also werde ich jetzt einfach mal hier raus trinken und hoffen, dass alles gut bleibt.
das anstrengend mit den Händen. Also wenn das Wetter jetzt so bleibt in den nächsten Tagen, muss ich einfach akzeptieren, dass ich konstant nass bin. Also ich werde mich immer am Feuer aufwärmen können, aber es bringt nichts zu denken, oh nein, ich bin nass, Hilfe, Hilfe, weil ich kann es eh nicht ändern. Ich kann mich nur ins Feuer setzen, Sachen ab und an trocknen und that's it. Ja. Also mental ist Fabio echt der Stärkste bis jetzt, finde ich wirklich krass, heftig. Yo, boah. Nice. Ich finde, es wird immer gemütlicher. Da ist natürlich Todeszone, da wird es immer nass sein. Das werde ich gar nicht trocken bekommen, weil es hier natürlich vom Felsen runter tropft, egal ob die Dinger da sind oder nicht. Hier werde ich jetzt noch zumachen. Hier werde ich einen Spalt offen lassen. Hier habe ich schon die Steine hingelegt, dass hier kein Tier reinhuscht. Ein Luchs oder so oder ein Bär, was weiß ich. Und ja, jetzt kommen hier noch die Dinger hin. Und dann kann hier das alles der Rauch abziehen. Bleibt also hier so offen. Ja, gefällt mir schon ganz gut hier. Hammergeil. Wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, warum macht der so ein Gedöns wegen den Tieren, hat einfach nur den Grund, hier tagsüber alles easy peasy. Aber ich finde dieses Gefühl, wenn man schläft oder versucht zu schlafen, total fies, wenn man dann so einen seichten Schlaf hat und bei jedem Geräusch denkt, oh, was war das? Weil wir haben nun mal den Hinweis bekommen, dass hier Hotspot Braunbären, Wölfe, Luchse ist. Und ich habe keinen Bock, die Nacht kein Auge zuzutun, weil ich dauernd denke, neben mir steht ein Bär und schleicht sich an. Feuer schreckt die natürlich auch ab und so, aber ich will es einfach gemütlich haben. Das ist mir super wichtig. Kriegt man das echt hin, sich eine Höhle zu bauen, wo man sich so wohl fühlt, dass man wirklich richtig durchpennt? Boah, wäre schon geil. Aber Fabios Höhle traue ich das zu. Ja, und das hier wird ja nun mal mein Zuhause sein für die nächsten 7 Tage. Und das soll halt schon geil sein. So. Hier, das hatte ich mir alles schon relativ zeitig hingelegt, weil ich da schlafen will. Und das hier ist auch schon ganz gut trocken. Wie fluffig das aussieht. Sollte ich mal noch mehr holen, damit das auch noch schön trocknet, wenn hier den ganzen Tag das Feuer drin am brennt und alles ausräuchert hier. Aber wie will er liegen? Ja eben, wie liegst du denn da jetzt gerade? Das ist doch alles voller Steine. Also wenn ich hier liege, merke ich auf jeden Fall, also es ist schön warm mit dem Feuer und so, aber der Wind zieht hier schon wie er am Dampfen ist rein. Wasserdicht werde ich das auf jeden Fall, oder regendicht werde ich das nicht bekommen, aber ich werde da, denke ich, noch Zweige reinmachen, also irgendwelche Fichtenzweige oder so, um einfach noch mehr den Wind abzufangen. Ja. Geile Sache, ich fühle mich richtig wohl. Also klar, ich bin komplett nass und so, aber habe ich ja schon gesagt, akzeptiere ich jetzt einfach. Wenn ich mal ein bisschen fertig bin hier mit Aufbau und so weiter, werde ich mal meine Schuhe wieder trocknen, weil da steht richtig das Wasser drin. Auch nicht so geil, wenn die Füße die ganze Zeit feucht sind. Ja. Fabio gibt mir so einen guten Vibe irgendwie. Das fühlt sich irgendwie so gut an ihm anzugucken. Mir gibt das voll was irgendwie. Ich finde das richtig geil. Also besonders wichtig, guckt euch die Höhle an, es ist so krass. Wichtig ist in jeder Lebenslage, vor allem Survival, dass man positiv bleibt und Spaß hat und nicht in irgendwie Negativgedanken abrutscht. Und ich erfreue mich gerade richtig an dem, was ich da gebaut habe. Das merkt man. Ich finde es richtig geil. Also ohne Mist, ich bin gerade so happy damit. Ich habe Gänsehaut, weil ich mich auch irgendwie so freue. Hier immer noch komplett nass und alles und ich esse meine Blaubeeren. Geil. Hab hier das Ding, bin ich am Bauen. Mache ich jetzt noch zu, aber ey, ich bin echt richtig happy. Richtig happy. Und ja. Irgendwie habe ich gerade Bock, so ein Leben zu leben. Leute, sollen wir vielleicht alle gemeinsam uns irgendwie so eine Insel irgendwo suchen und dann leben wir einfach das Leben, indem wir uns einfach, jeder sucht sich so eine Höhle und wir essen einfach ein bisschen Blaubeeren und kochen uns was ab? Einer Bock irgendwie dabei, oder? Ja gut, wir kriegen auch ein LTE-Mast gestellt irgendwie. Es wird gesponsert. Bin gespannt, wie es weiterläuft. Strom läuft über Solar irgendwie, das wird schon. Krass, Fabio. Einfach nur Applaus an der Stelle. Einfach nur Applaus für Fabio. So. Bettkonstruktion steht. Ich muss euch gestehen, mir geht's aktuell nicht so besonders gut.
Ich habe heute Morgen akut Durchfall bekommen und weiß nicht warum. Ey, wieso haben alle Durchfall? Ich check's nicht. Deshalb nicht wundern, wenn es ein bisschen komisch klingt und so. Haben alle irgendwas Falsches gegessen? Aber mein Bett ist fertig. So sieht das aus. Haben die wahrscheinlich gemeinsam gegessen und alle scheiße. Ein ganz normales Trapperbett, hab's ein bisschen höher gelegt, dass du halt nicht direkt auf dem Boden liegst. Wie gesagt, ich habe keine Säge, aber hier liegt echt viel Totholz. Problem ist aber, auch das beste Totholz, bringt mir ja nichts, wenn es mich nicht hält. Das war Schritt 1. Jetzt Wasserfilter raus, Wasser holen. Ich merke, wie ich schon anfange, zu viel Wasser zu verlieren. Genau, Wasser. Dann baue ich mir meine Frames hier. Dann spanne ich meine Plane. Ich glaube, dann gehe ich ins Bett. Ach ja, das hat jetzt ungefähr 47 Sekunden gedauert, von dem an, wo ich quasi den Filter rausgeholt habe und jetzt was zu trinken habe. Ich sag's das ganz ehrlich, du kannst auch von der Mitte vom See kannst auch was trinken, aber hier vorne, Risiko würde ich nicht eingehen. Deshalb, ich habe gesehen, ich bin der Einzige von allen 7 Teilnehmern. Ja, der Einzige, ne? Müssen wir kurz korrigieren, ganz, ganz wichtig. Teilnehmern, der einen Filter bei hat. Krass. Und ich starte mit Durchfall. Ich glaube, ich habe mich richtig entschieden. Ja. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass wenn ich so einen Wasserfilter hätte, würde ich mindestens doppelt so viel trinken, weil mir es mehr Spaß machen würde zu wissen, das ist jetzt gefiltert und dann hat man so einen richtigen, so ein Ding da, wo man ohne Probleme das irgendwie von A nach B auch noch abschließen kann, zumachen kann. Sorry, manchmal fehlen mir echt die Worte in letzter Zeit. Weiß ich gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar für mich auch eine schlaue Idee gewesen wäre, so ein Ding zu holen. Ich war noch nicht weiter, ich war gerade auf Klo kacken. Ich zeige euch mal mein Klo. Da. Das Loch, da ist mein Klo. Wie wischt man sich draußen den Arsch ab? Ich habe mir ganz einfach gesagt, wir durften ja einen Loop mitnehmen. Ja, und den habe ich zerschnitten. Der gute Martin-Merch. Ja, so sieht der aus, wenn man den zerschnitten. Ich habe mir jetzt ein paar Teile zurechtgeschnitten. Und bevor ich jetzt hier, ich habe es mit Moos gerade probiert, brennt sofort und es ist nur Dreck am Arsch. Bisschen nass machen vom Wasser, abwischen, fertig, alles gut. Gut, ich muss weitermachen. Ich werde jetzt hier eine sogenannte Traverse hier einfügen. Dazu werde ich aus meinem Pullover... Da sind hier so eine Kordeln dran, ne? Hier, die werde ich rausnehmen und da am Baum festmachen. Ah, Cheater. Machen. Weil ich habe kein Paracord gewählt, aber ich kann ja meine Kleidung nutzen. Und das mache ich jetzt. Genau, den hier habe ich genommen, ganz einfach. Den habe ich hier runtergestellt, damit der mir quasi nicht gleich abhaut. So, jetzt tüdel ich den hier so ein bisschen fest. Weil ich spare mir halt einfach dieses A-Frame-Gebau, beziehungsweise kann ich da immer noch was runterbauen. Und ich habe überlegt, hier vorne meine Feuerstelle zu machen und hier schon gleich das All anzuschrägen. Dass die Plane quasi bis hier vorne geht und von hier vorne an dann quasi Feuerschutz ist. Na, mal gucken. So, Traverse steht. Ich habe meinen Das sieht aber echt dünn aus. Loop genommen, habe den nochmal zerschnitten und habe den versucht, hier so ein bisschen so als Strippe zu nehmen. Aber reicht wahrscheinlich. Das geht ganz gut. Und da drüben halt von meinem Pullover. So spare ich mir einen A-Frame und da hinten ist halt wirklich richtig guter Halt, ne? So, jetzt die Plane drüber. Der ist auch viel offener, als ich gedacht hätte. Ich dachte, der orientiert sich auch mehr an den Steinen da irgendwo. Aber er ist nicht so super viel geschützter als Dave. Klar, links so ein bisschen, ist ein bisschen Gestein und da ist noch ein bisschen Gestrüpp dazwischen und so. Aber auch relativ offen, finde ich. Macht so den Eindruck, wirkt auch sehr windig. Okay. I have it geschafft. Da ist das Ding. Sieht irgendwie ganz nett aus, aber es ist unten alles frei. Kriegt ihr das noch zu, dass das der Wind da nicht so durchpeitscht? Ja, so sieht es erstmal aus. Da in der Mitte muss ich einen runterstellen, weil das doch echt dolle drückt, das Wetter, der Wind. Ja, hier unten mit einem, mit diesem, was ich aus der Jacke rausgeschnitten habe, hier mit einem Hering. Genau, hier auch das Gleiche. Auch von der Jacke hier unten rausgeschnitten. Der hat sich einfach seine Klamotten nur danach ausgesucht, wo wie viele Stränge, Kordeln und was weiß ich was drin sind. Da sieht man es noch, ist hier abgeschnitten. So, ja. So sieht meine Behausung von innen aus. Jetzt Moos wie Sau. Gefühlt 1 Million Moos. Moos ist sehr dankbar, ne? Einfach ab, fertig. Oh, es ist chillig, aber voller Tiere dann, ne? Geil. Nachdem ich jetzt hier so 40 cm Moos drauf habe, kommt jetzt die Hängematte drauf. Zum einen habe ich mich dafür entschieden, weil das hier so ein bisschen Feuchtigkeit abhält, weil das Moos ist einfach nass, weil ihr seht, es regnet. Und zum anderen, wenn es wieder schöner wird oder aufhört zu regnen oder kein Wind mehr sein sollte,
dann kommen die Mücken. Und dann kann ich das hier oben einfach an der Traverse festmachen. So, und dann ist das schicki. Gefällt mir auch. Fertig. Da habe ich die Stöcker reingemacht, die ich geschnitzt habe. Da sind die drinnen. Mit der Angelsehne oben angehangen da. Und da auch. Und da hinten auch. Die Angelsehne ist jetzt nicht so belastbar. Also es hängt nur wirklich so wie buchstäblich an einem seidenen Faden. Und das erste Problem ist da. Seht ihr das hier? Das ist nass. Das ist einfach, weil dieses Hängematte-Zeug hier, ja, das ist halt ganz dünn. Also so die Farbe ist normal und so ist, wenn nass ist. Und auch der Schlafsack ist jetzt schon nass. Ich hoffe, dass das nicht noch doller wird, weil ansonsten wird es gleich von Tag 1 an eine arschgeile Nummer. Gut. Schüssel ist voll. Boah, krass. Ich sage, hier sind 100 Kalorien drin. Hab gerade noch mal ein bisschen vorgefuttert, weil ich sitze ja gerade quasi mitten in der Nahrungsquelle. Und ja, wohl bekommst. Einen ganzen Becher voll. Heftig. Als ob. Hä? Leute, ich hab meinen ersten Fisch gefangen. Uup. Sieht ein ganz kleines bisschen aus wie ein Glaswels. Keine Ahnung, was das für einer ist, aber. Ist geiler aber Snack. Ich hab einen fucking Fisch. Nein, der lag hier. Oh, hier ist noch einer. Kann er den nicht perfekt als Köder benutzen? Ist das nicht ein guter Köder? Ich als jemand, der noch nie geangelt hat. Also schon, aber da war ich jung und hab überhaupt keine Ahnung gehabt, was da abgeht. Ist das auch Plastik hier oder ist das eine Alge? Boah, was Alge, essen ja nur ein zu sammeln. Zwei. Boah, ich springe die an Land. Ich vermute, die sind wahrscheinlich an Land gesprungen, weil der Räuber hinter ihnen her war. Das sind übrigens Beutetiere von den Barschen. Ja, dann geh mal rein, Alter. Ja, mit kleineren kann man größere fangen. Liegt dir einer Köder an den... Liegt hier einer einen Köder an den Strand, dann mitnehmen. Was? Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Ey, Martins Platz bietet ja gefühlt alles. Super viel Essen, super viel keine, tote Fische, Kordeln. Da ist jetzt so viel, womit man arbeiten kann bei ihm. Geil! Das ist das erste Mal, dass ich mich in meinem Leben über Müll freue. Es ist echt wie irgendwie an der Pazifikküste hier. Du musst den Strand ablaufen, findest du Fisch und Seil. Geil. Seil ist geil, kann ich mir was auf dem Baum befestigen. Aufpassen, das Wasser kommt immer näher hier. Oh. Glaubt nicht, was ich gerade entdeckt habe. Jetzt kriegt er schon wieder ein Goodie. Was kommt jetzt? Ich glaube. Ich zieh um. Das nicht. Das ist so geisteskrank, sieht das aus. Das ist einfach ein fucking See. Wow. Einfach ein See. Ein kleiner. Ist schön. Aber geiler See. Schön. Hey, krass, da drüben ist quasi das große Wasser. Und hier ist ein kleines Wasser. Aber was macht man damit? Gibt's ein paar Frösche? Hier ist kalt. Zum Grillen? Ich würde so gerne Feuer anmachen, aber es ist echt schwierig, sagen wir es mal so. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr glaubt, scheiße, vielleicht habe ich doch den falschen Platz gewählt? Fuck. Ja gut, für die Nacht auf jeden Fall. Ich habe mich ja entschieden, ich muss jetzt durch. Das ist, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber es ist krass, hier hinten ist viel, viel ruhiger. Hier ist viel, viel weniger Wind. Mhm. Aber wahrscheinlich... Aber direkt an so einem See willst du auch nicht sein, oder? Das ist doch Mückeneskalation des Grauens. Kann ich auch Mücken. Mhm. So. Und wer weiß, was hier noch rumkraucht. Deshalb, ja, aber heftig. Aber einfach heftig. Also Schwedens Natur, boah, Alter, krass. Der Erste, der was sagt, dass es super schön ist, oder? Habe ich bis jetzt noch gar nicht so gehört, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber ich glaube, die Anspannung konzentriert sich da auf was anderes. Oder sorgt dafür, dass man sich auf was anderes konzentriert. Was geht bei Bommel? Bommel, kannst du mich hören? Oh, ja. Er macht seinem Namen alle Ehre. Er sieht wirklich aus wie ein Bommel gerade. Dieser Schnitt, geil. Wie er einfach nur sitzt und bommelt. Genau, hier liegt jetzt probeweise der Schlafsack.
Also hier unten ist jetzt schon alles voll, darüber habe ich ein bisschen Grünzeug. Und ja, dann lege ich das hier so hin. Ich brauche noch ein bisschen. Die Hälfte ist ungefähr fertig. Und dann wird die Hängematte abgelassen wieder. Also jetzt hängt sie ja oben auf Spannung. Wird dann runter auf den Boden gelegt, sodass nur noch, wenn man das noch richtig sieht, das Moskitonetz dann quasi in der Luft ist. Als Mückenschutz oder Insektenschutz allgemein. Und dann kommt der Schlafsack rein und dann ist das Nachtlager eigentlich ready. Ja, möchte gerne wissen, ob ich jetzt auf einer Insel bin oder nicht. Deswegen setze ich meine Erkundung jetzt mal fort. Sieht aber schwierig aus, da durchzulaufen. Und schauen wir mal das komplette Gelände an, sozusagen, wo ich die nächsten Tage verbringen werde. Schließlich soll man ja wissen, wo man rumstromert. Hätte ich ja zuerst gemacht, ne? Weil Bommel geht einen anderen Weg und hat erst ein Lager gebaut, ähnlich wie Dave. Ich denke mal, ich bin auf einer Insel, also so würde ich es jetzt erstmal einschätzen. Also ich war quasi von hier, wo ich jetzt bin, einmal quasi in, also von mir aus da links. Rechts ist ja Wasser. Ich war im Norden. Im Süden war ich jetzt nur ein Stückchen, bin dann erstmal nicht weiter. Woher weiß er, wo Norden, Süden und so weiter ist? Sieht man das, wie es, sieht man das daran, wie das Moos wächst? Weil alles zu dicht ist und zu nass, sumpfig, morastig. Und deswegen bin ich erstmal zurück. Ich habe jetzt nochmal Feuerholz gesucht. Ich muss schon echt sagen, dass mich das, dass ich die Situation leichter eingeschätzt hätte im Sinne von dem Punkt der Einsamkeit. Man merkt das bei ihm, finde ich, so krass. Er wirkt so komisch in sich gekehrt, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Also, dass ich es schwer finde, ihn einzuschätzen, aber er wirkt ein bisschen fast schon traurig, irgendwie ein bisschen bedrückt. Habe ich für mich persönlich völlig anders eingeschätzt und merke, dass es mich jetzt schon krass, so nach einem Tag eigentlich schon übelst triggert und ich mir richtig Gedanken mache. Also ich überlege gerade, okay, wo sind die anderen, gucke so ein bisschen raus auf dem Wasser, was machen die gerade, welchen Step geht, machen die, wie geht's denen, gerade wenn ich so an Fabio denke, es hat ja jetzt auch geregnet, denn Chris hat, glaube ich, auch kein Shelter oder zumindest keine Plane oder ein Tarp mit. Ja, also Schweden war bis jetzt immer cool im Sinne von, dass man gemeinsam unterwegs war, auch natürlich die Einsamkeit dann hat sozusagen. Aber wenn man jetzt wirklich ganz alleine hier draußen ist, ist nicht mehr so cool. Das ist schon krass was anderes. Ich bin mal gespannt, wie mich das die nächsten Tage hier fordern wird. Also ich fühle mich, muss ich ehrlich sagen, gerade so ein bisschen überfordert von der Situation, also der völligen Einsamkeit. Und dadurch so ein bisschen, ich will nicht sagen unmotiviert, aber schon ja, so wirkt das tüchtig auch, durcheinander, möchte ich sagen. Krass. Mal schauen, was das die nächsten Tage noch wird. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was Fabio gerade gesagt hat. Fabio meinte immer aufs Positive konzentrieren, bam, bam, bam. Und er lässt sich gerade ein auf dieses negative Gefühl und die Angst vor der Isolation und verliert sich so ein bisschen da drin. Und das fesselt ihn so gerade so ein bisschen an den, an seine Base oder so, ne? Beziehungsweise im Kopf generell. Das ist krass. Krass zu sehen, was das mit Menschen machen kann, auf psychologischer Ebene auch, ne? Heftig. Hat ja auch so ein spannendes ganz, Ort, ganz oder? Große Scheiße hier, mein Tarp-Setup. Also es regnet wirklich komplett einfach da rein und jetzt bin ich am Überlegen, kriege ich es noch irgendwie hin, die Wände hochzuziehen, weil mich verlassen die Kräfte. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich am Kränkeln. Also ich konzentriere mich nicht mehr vernünftig, mir ist viel zu kalt, ich bin komplett durchnässt. Und ist das überhaupt möglich, das jetzt vernünftig umzubauen? Dave denkt sich auch gerade, scheiße. Alle denken sich gerade gefühlt. Ja, oder habe ich jetzt irgendwie vergessen? Gut, bei Fabio war es anders, aber die meisten anderen haben strahlen so ein bisschen sowas aus im Sinne von, boah, es regnet, ey, ist hier der Worst Case und damit muss man rechnen, das kann immer passieren, aber jetzt trifft er wirklich ein und das macht ja eigentlich gar keinen Spaß, komplett pitchnass zu sein, keinen Komfort zu haben, nicht zu wissen, wie man übernachten soll, Problem zu haben mit dem Essen und so, das alles gleichzeitig, das macht ja gar keinen Spaß dann auch noch alleine. Warum mache ich das eigentlich? Ist das doch eigentlich scheiße? So, ich habe das Gefühl, die Erkenntnis kommt so langsam von unten oder so den Rücken runtergelaufen. Hä? Egal.
Ihr wisst, was ich meine. Die Erkenntnis kommt in der Rückmeldung. Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist wie gedacht. Und es nervt mich, weil mir die grundsoliden Informationen fehlen, wie ich die Scheiße aufbaue, sodass ich sie am Ende nicht wieder umbauen muss. Und ich hätte es mit logischem Menschenverstand, mit logischem Denken umgehen können, weil ich sogar noch gesagt habe, der Wind kommt von da, also wird auch der Regen in diese Richtung gehen. Habe ich nicht gemacht, jetzt regnet es bei mir rein. Perfekt. Krass, ne? Und da ist so eine Fehlentscheidung, hat so eine große Auswirkung auf dein Leben. Also wir treffen jeden Tag Entscheidungen und so weiter, aber es sind meistens so kleine Sachen. Aber da ist es wirklich, wirklich wichtig, eine weise Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung war nicht weise, sein Tarp gegen den Wind zu bauen. Die war bestimmt auch nicht weise, der so offen generell der Natur auszusetzen. Also der ist sein Lager da und so. Ja, und jetzt merkt man erstmal durch den ganzen Durcheinander, durch die Aufregung und so, ja, ich mach einfach erstmal. Und dann merkst du so, nee, ich hätte nicht einfach machen sollen. Ich hätte länger hinterfragen sollen, ob das eine gute Idee war. Er hat ja super schnell auch gefühlt damit angefangen, sich schon was zu bauen, ohne sich groß die Insel anzugucken. Und das merkt man gefühlt bei den meisten. Also hat man ja auch gerade nochmal gehört irgendwie, dass man vielleicht erstmal besser eine Runde gehen sollte und ansonsten nachher auf die Idee kommt, vielleicht nochmal umzubauen, nochmal das Haus zu wechseln und so. Das ist ja dann einfach wieder viel zu viel Energie und man kann ja nicht alles gleichzeitig an einem Tag machen. Das muss schon alles echt gut durchdacht sein. Okay, lang genug gelabert. Schlecht. Er ist gar Mann, nicht Alter, ich bin so dizzy. Er ist gar nicht happy. Ich kann nicht mehr nachdenken, das ist wirklich schlimm. Ich stand gerade einfach hier wieder 3 Minuten rum und habe nachgedacht über irgendwelche Scheiße. Alter, und alles ist nass. Das kenne ich aber auch, dass ich lange rumstehe und nachdenke, aber dabei kann man ja auch, wie wir gerade gelernt haben, ja auch produktive, gute Gedanken haben, die einem weiterhelfen. Meine Güte. Oh. Herzlich willkommen in meinem richtigen Scheiß-Setup. Da geht's rein. Hier ist so ein bisschen zu. Hier vorne liegt so ein bisschen Gestrüpp. Scheiße. Also das Tarp hängt wirklich an jeder erdenklichen Stelle durch, an der man sich's vorstellen kann. Ist übelst am Pissen. Mein Bett ist wunderbar. Also mein Bett ist wirklich 10 von 10. Aber meine Verfassung ist wirklich Real Talk eine 3 von 10. Aber das Bett ist eine 10 von 10, wir haben das Bett doch noch gar nicht gesehen. Das waren bis jetzt einfach nur so schräg, also so angeschrägte Bäume, oder? Und mein, also das Tarp-Setup ist, das ist nicht der Rede wert. Ich hoffe, ich bekomme irgendwie ein Auge zu, obwohl ich das Gefühl habe, dass meine innere Uhr komplett falsch geht und ich, und es eigentlich noch gar nicht Zeit zum Schlafen ist. Aber ich bin dann. Mir geht's richtig räudig. Ich habe gerade 15 Minuten nochmal drin gesessen, aber das fühlt sich irgendwie so beklemmt an. Mir geht's richtig dreckig. Ich habe Übelkeit und es fühlt sich an, als hätte ich mir irgendwie was eingefangen. Also nicht, als wäre das jetzt hier vom Regen oder so. Ich warte ab und probiere mich am Feuer irgendwie ein bisschen zu wärmen, aber mein Magen wirklich, das ist schrecklich. Es kommt nachher raus, Plot-Twist. Ich denke in Plot-Twists. Am Anfang wurde es ihnen ja schon schwierig gemacht. Ne? Es wurde davon gesprochen, die werden in der Natur ausgesetzt. Da haben sie ja schon eine Schippe draufgelegt und haben sie auf dem Wasser ausgesetzt, sodass sie erstmal schwimmen mussten. Jetzt sind sie aber, haben wir nur nicht mal mitbekommen, noch einen Schritt weiter gegangen, haben dem bisschen was ins Essen gemischt anscheinend allen, sodass die alle Dünnpfiff haben, ist einfach noch ein bisschen mehr Herausforderung. 7 Tage, 7 Sachen wäre ja auch langweilig, wie Fabio sich auch gedacht hat. Der hat ja auch Dünnpfiff, deswegen wurde da noch ein bisschen was reingemischt, so, ne? Für die Herausforderung. Das ist übrigens Tageschallenge Nummer 2. Komm damit klar, dass jetzt, ach ne, ist ja noch der erste Tag, okay. Ich wollte gerade sagen, am zweiten Tag dann komm damit klar, dass du sterbenskrank wirst. Oh, ist echt am Kotzen, oder wie? Oh, der hat das Wasser von gerade nicht vertragen. Ey, Jungs, tut mir ehrlich übelst leid. Ehrlich.
Was tut dir leid? Dass du dich platt hast? Diese Bilder, wenn er hier die Kamera hält und sich dreht, sind so auch eins zu eins die Bilder, die man immer so gezeigt bekommt, wenn es um entweder so einen Drogentrip geht oder so. Man guckt so in die Baumkrone und alles dreht sich. Oder wenn es um irgendeine Entführung geht. Ehrlich. So, dieser drehende. Oh, da wird mir auch schon schlecht, wenn ich das sehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stich. So, bei Fritz habe ich jetzt das Gefühl, der kommt von der Einstellung her und der kennt das ja auch und so weiter noch am ehesten Fabio. Also der ist da Fabio am ähnlichsten, was sein Mindset und auch vielleicht seine Skills betrifft. Das sieht doch schon richtig gut aus. Ich schieb das mal nach hinten, so. Das sieht auch pieksig aus. Voila, ich habe alles verarbeitet. Ganz bisschen Rest ist übrig. Das nutze ich für andere Projekte. Und ihr seht schon, wir haben jetzt aktuell eine Polsterung von bestimmt hier 20 cm oder so. Aber wenn ich da erstmal drauf liege, dann drückt sich das auch ordentlich platt. Wir schauen einfach mal. Ich habe da drüben noch so ein kleines Lager gemacht zum Ausstopfen, wenn was sich dolle platt gedrückt hat. War noch ein bisschen übrig. Ja, und das sollte für heute Nacht reichen. Das heißt, heute Abend, Nacht dann den Schlafsack drauf und dann sollte das klar gehen. Ich werde es jetzt noch nicht machen. Weil dann kann es hier irgendwie Feuchtigkeit in den Schlafsack reinsaugen. Ich lasse den mal schön im Trocknen da oben auf dem Stein liegen. Und damit würde ich sagen, ist das erste Projekt abgeschlossen. Das Bettchen ist gebaut, beziehungsweise sogar der Shelter. Weil normalerweise hätte ich mir eine Tarp-Konstruktion gebaut. Aber ich nutze sehr, sehr gern die Gegebenheiten vor Ort. Wir haben einen krassen Felsvorsprung, so eine Art Bofe. Und warum nicht nutzen, wenn wir eh sowas haben? Ja, ja, so ist das. Jäger und Sammler. Ha. Oh, süß. Aber man merkt so in seinem Kopf, er geht das Ganze so spielerisch an. Er hat so Spaß, er ist so locker und so. Das ist wieder dieses Mindset-Thema, ne? Warte mal. Oh, wie cool. Ein kleiner Frosch. Naja, wohl, das ist kein Frosch, das ist eine Kröte. Das ist eine kleine Mini-Babykröte. Du bist sehr, sehr sweet. Und vielleicht auch mein neuer Kumpel. Okay? Ich hab's doch gesagt. Aber ich lass dich wieder gehen. Ich werde dich nicht essen. Ja. Ist besser, so ein Babytier sowieso. Gute 30 Minuten später, schätze ich mal, habe ich jetzt hier ein paar zusammengesammelt. Oh, sind gut zwei Hände voll. Soll auch nur ein kleiner Snack sein. Denn ich merke auch so langsam, als nächste Priorität danach muss ich das Thema Wasser in Angriff nehmen. Denn mir ist schon so ein bisschen duselig. Also ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen Flüssigkeit zu mir nehmen. Fritz hat immer die Perspektiven, ne? Der sucht sich immer schöne Kameraperspektiven und läuft dann draußen und so. Der ist da geübt drin. Ich habe, wie gesagt, Wasser geholt, werde davon jetzt ein bisschen was trinken und dann einfach mal gucken, wie mein Magen reagiert. Ist auch eine Taktik, ne? Bis jetzt hat sich noch keiner zum Wasser geäußert, zumindest nicht aktiv. Dave hat sich übergeben, aber wir wissen ja nicht, ob es am Wasser liegt. Ich mache mir mal ein paar Gedanken, ob hier im Shelter schon mal ein bisschen was zurechtbastel, um die Zeit zu nutzen. Sieht nicht nach viel aus, aber war ordentlich Arbeit. Ich habe da alles Mögliche freigegraben und quasi einmal diese Grube komplett ausgelegt mit Stein. Ja, auch wenn jetzt hier meine Wurzel vorbeiging oder so, habe ich halt schön Abstand gehalten und auch nochmal einen richtig fetten, großen Stein davor gehalten. Jetzt ist hier so eine kleine Mulde, die werde ich noch mit Sand auffüllen, noch die kleinen Löcher alle dicht machen mit kleinen Steinen, wieder mit Sand und dann habe ich hier so eine richtig schöne Feuergrube. Ja, das reflektiert alles schön in meinen Shelter rein, ist aber allerdings eher gedacht, um mich leicht zu wärmen, um ein bisschen Licht zu haben, um Feuer zu haben gegen Tiere, ja. Egal, jetzt ob Raubwild oder auch irgendwie Mücken. Ja. Feuer hält Tiere erstmal fern. Und genau deswegen will ich hier so eine ganz, ganz kleine Lagerfeuerstelle direkt am Schlafplatz haben. Und werde mir dann aber noch eine Kochstelle extra bauen. Hat ein Bär wirklich aktiv eigentlich richtig Angst vor Feuer? Wenn man da jetzt so eine Art Fackel hat und so? Wahrscheinlich, also mit Abstand am meisten Respekt von allem, was man so spontan bieten kann wahrscheinlich, ne? Aber hält sowas echt einen Langzeit einen Bären fern? Fast ein bisschen Aquariumbau ähnlich, ne? Ein kleiner Teich.
Es gab einige Teilnehmer, die sich ja für eine Säge entschieden haben. Ich glaube, fast alle, die eine Säge haben, haben zusätzlich noch ein Messer. Also zwei Gegenstände investiert, um ja ein Werkzeug zu haben. Das hält Fritz aber für Schwachsinn, weil es auch gute Messer gibt, um Holz zu bearbeiten. Ich muss sagen, ich will gar nicht so krass viel bauen und ich will auch nicht so ultra viel Feuerholz machen, beziehungsweise will ich es smart machen. Also ich werde verschiedene Stämme einfach durchbrennen oder nach und nach reinschieben. Und hier ist mal ein schönes Beispiel. Ja, das ist schon ein ordentlicher Brecher hier. Ja, vielleicht so Handgelenk. Und das geht mit dieser Machete, mit dieser Kukri doch recht schnell durch. Ich suche mir eine Stelle, wo möglichst keine Verästelung ist. So, dann schlage ich ein paar Mal im Kreis drumherum. Einmal habe ich jetzt. Dann drauf treten und durchbrechen, oder was? Geht das echt so schnell? Zweites Mal. Und jetzt? Ja, oder so. Krass. Ist das Ding durch. Ah, geht echt schnell. 20 Sekunden. Hat nicht wirklich viel Energie gekostet. Und eine Säge brauche ich dafür nicht. Eine Säge ist geil, ohne Frage. Super geiles Tool. Mega effizient. Aber wenn ich nur 7 Stück habe, dann nehme ich doch lieber ein Angelset mit. Oder Paracord oder irgendwas. Die Kunst bei diesem Wetter Feuer zu machen, ist es, freistehendes Totholz sich zu suchen und an den Kern ranzukommen. Alles, was auf dem Boden liegt, könnt ihr vergessen. Ein paar Ästchen, die irgendwie tot hier so irgendwie rumhängen, ja, geht gerade so. Aber hier drin, Freunde, da ist, ihr hört's, warte. Hört man direkt, klar. Das, wie hohl das ist, da ist kein Wasser mehr drin. Ah. Außen ein bisschen, aber innen drin kommen wir schön ans trockene Holz, mit dem wir ganz entspannt nachher ein Feuer machen können. Um ein bisschen den Schlafsack zu trocknen, die Klamotten, Regenjacke. Jo. Ganz schön graue Haare, der Fritz, ne? Fällt mir gerade so ein. Auf. Aus, ein, rein, raus. Der Holzarbeiter. Kurz hinsetzen und sammeln. Für mich gibt es gerade zwei Punkte auf der Liste. Zum einen, eigentlich könnte man jetzt schon anfangen mit dem Thema Nahrungsbeschaffung, jagen, also fischen meine ich damit, Angel vorbereiten, schon mal gucken, Köder suchen, auslegen, das könnte man machen. Mein anderes Problem, was ich ein bisschen habe, aber ich weiß nicht, ob ich es einfach wegignorieren soll, ist das, der Überhang hier einfach ein bisschen zu kurz ist. Das ist nur so ein Zweidrittel-Shelter. Also ihr seht, hier vorne der komplette Bereich, das ist alles nass. Hier läuft es unten rein, hier ist alles nass. Das heißt, ich könnte hier oben gucken, ob ich da einen Tarp zwischenspanne, aber... Ach. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt erstmal mit diesem kleinen Tarp, mit dem Vordach. Ich zeige euch einfach diesmal direkt, wenn es fertig ist, da braucht ihr nicht so lange warten. Weil ich einfach Bock drauf habe. Weil auch das Projekt für mich wieder etwas ist, bei dem ich was ausprobieren will. Und das bietet sich ja einfach an. Ich habe so eine Gelegenheit hier noch nie gehabt und jetzt muss ich improvisieren und ich habe schon grob eine Idee. Und auch aus ähnlichen Gründen wie Fabio, damit man sich safer, gemütlicher fühlt und so weiter, ist das schon eine gute Sache. Ne? Ich habe mich ja für 30 Meter Paracord entschieden. Das sind jeweils 10 Meter, 3 verschiedene Farben. Und genau, ich werde einfach die Tarnvariante nehmen. Passt hier super zur Birke. Das ja, ich will ja alles so ein bisschen Stealth haben. Ihr seht es auch schon am Tarnmuster vom Tarp. Ja, man muss auch Spaß an seinem Zuhause haben. Das muss auch gut aussehen, man muss sich da wohlfühlen. Da gehört auch der Style mit dazu und die Farbe. Und ich werde, das seht ihr gleich, die Innenstränge rausnehmen. Die kann ich für andere Bastelarbeiten noch nehmen. Und dann knüpfe ich hier erstmal nur mit dem Außenmantel. So, Ladies and Gentlemen, ich bin ready. Mittlerweile auch komplett dreckig, komplett nass. Aber egal, ich glaube, es hat sich gelohnt. Bin gespannt. Ich habe eine schöne Cello. Konstruktion gebaut. Aber stopp, kurz. Für mich... Wie kriegt es hin, dass es da nicht trotzdem durchtropft? Ja, wirklich passend ans Gelände. Ich habe hier sogar einen eigenen kleinen Fluss kreiert. Und guckt euch einfach dieses Tarnmuster an, wie geil sich das in die Umgebung einpflegt. Einpflegt wahrscheinlich, ich kann nicht reden. Guck mal, ich habe das hier abgespannt. Ja, da war gar kein Ankerpunkt, da habe ich einfach so eine Knolle genommen um den Baum. Dann hier runter mit so einem Querstamm, der hier hinten verkantet ist. Hier über die Lasche und die Lasche. Hier kann alles schön raufregnen, runter sickern und dann hier abfließen, weil
Problem ist oft, dass man so eine durchhängende Kuhle hat und dann bildet sich da Wasser drin und dann macht es irgendwann bumm oder die Belastung auf dem Tarp ist einfach zu hoch. Hier unten habe ich es dann einfach ein bisschen entspannt hingelegt und dann ein paar Steine drauf gemacht. Ich muss sagen, ich bin mega happy. Sieht ultra geil aus. Und wir haben, wie gesagt, hier einen eigenen kleinen Fluss. Wir haben ein Waschbecken. Guck mal, stimmt. Da kann man sich die Hände dran waschen. Wie geil ist das denn? Ganz praktisch. Da kannst du auch einfach draus trinken, oder? Regenwasser? Regenwasser ist doch immer safe. Oder? Regenwasser ist doch safe. Aber sifft das nicht? Gucken wir mal von innen durch. Ja, eben. Der Bereich ist zwar jetzt noch nass, aber das ist genau das, was ich halt abdecken wollte. Diese komplette Ecke. Ja, hier tropft es da hinten noch. Aber wahrscheinlich ist das da hinten die tiefste Stelle. Und alles, was hier durchsifft, tropft dann da hinten runter, oder? Macht gerade so den Eindruck. Ja, hier tropft jetzt auch nichts mehr rein. Hier kann ich hocken. Das Einzige, was ich sehe, hier hinten tropft jetzt noch. Weil es natürlich auch ein bisschen Fels runterläuft und dann auch hier hinkommt. Aber es ist deutlich, deutlich weniger. Wieder. Hä? Ah, hier innen drin läuft es auch ein bisschen lang. Naja, es ist halt, da tropft es auch ein bisschen. Es ist halt improvisiert. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das habe ich mir auch generell bei dieser Lagerstätte so überlegt. Ich hätte auch irgendwo eine Stelle nehmen können, zwei Bäume, A-Frame, wie ihr es kennt, wie ich es tausendmal gemacht habe. Aber ich wollte einfach die Gegebenheiten nutzen und ich habe hier einfach eine richtig kleine Höhle, Alter. Mega geil. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier vorne mit Stöckern noch so ein bisschen was zumache, da hinten das Ganze dicht mache und dann habe ich hier wirklich, ja, gut, Schutz. Auf der einen Seite, also man merkt erstmal, wie krass Regen ist jetzt. Wenn es jetzt morgen zum Beispiel den ganzen Tag nicht regnen würde, dann wären die so happy. Dann merken die erstmal, wie viel einfacher das alles ist, wenn es nicht regnet. Was für einen Einfluss Regen hat. Auf der anderen Seite hätten die nicht von Tag 1 Regen und würden sich erstmal was zusammenbasteln. Und dann fängt es krass an zu regnen später. Und die hätten es noch nicht regensicher gebaut, also auch noch nicht im Regen erprobt. Könnte dann auch das große Erwachen kommen. Und der ein oder andere merkt vielleicht, dass das, was er sich da gebaut hat, auch überhaupt nicht mehr regensicher machbar ist. Deswegen weiß ich gar nicht. Auf der einen Seite ist es vielleicht ganz gut, auf der anderen Seite natürlich auch ein harter Start, ne? Aber wenn man das dann überstanden hat. Regen, Wetter und einfach auch ein bisschen Gemütlichkeit. Kann nicht mehr so viel kommen. Ganz ehrlich, dieser Blick, wenn ich hier liege, da raus, ist doch schon geil. Sieht nach einer coolen Höhle aus eigentlich. Bisschen nass. Päuschen. Es ist immer noch alles nass, aber das erste kleine Schnitzprojekt ist durch. Mein Topfhalter, ja, hier schön überall schick gemacht, nochmal komplett entrindet. Ah, richtig viel Mühe gegeben. Hier oben haben wir so einen kleinen Nippel gelassen, damit das Paracord da schön hält. Und jetzt testen wir mal aus, wie das Ganze aussieht und funktioniert. Oh, herrlich! 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 Also jetzt schüttet es gerade richtig, man hört sie auch auf dem Tarp. Überall fließt das Wasser runter, hier vorne tropft es. Ich denke die ganze Zeit gerade an Dave. Jeden tropft, hier bin ich gerade sehr gut geschützt. Und wieder stellt sich mir die ganze Zeit die Frage, wie geht's gerade den anderen? Krass. Vielleicht liegt es auch daran, weil man die persönlich alle kennt und dass irgendwie gute Freunde sind, wo man sagt, ist mir schon wichtig. Dann denkt man an Fabio, der gerade irgendwo mit einem Messer hockt, unter einem Felsvorsprung mit einem Feuerstahl. Vielleicht hat er schon Feuer an, vielleicht hat er sich auch schon ein Bett gebaut. Bei Fabio läuft. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere gerade richtig absäuft und richtig coole Laune hat. Ich wickele hier übrigens gerade parallel die ganzen Stränge auf, ne, aus dem Paracord auf so einem kleinen Ast, damit ich die einfach für weitere Bastelprojekte in den nächsten Tagen dann hier abmachen kann und dann verknotet auch nichts. Das gibt mir auf eine. Fritz gibt mir auf eine andere Art und Weise ein Gemütlichkeitsgefühl. Dieses, ich nehme mir Zeit, so ein paar Schnittsachen zu machen. Ich nehme mir Zeit zu überlegen, welche Werkzeuge ich mir basteln könnte. Ich nehme mir Zeit, meinen Paracord zu sortieren, aufzuwickeln, so ein System da reinzubringen. Gibt mir auch was. Gibt mir auch ein Gefühl. Die beiden in Kombination geben einem so ein Gefühl von zu Hause. Ne? Das finde ich ganz geil. Ordnung, Durchblick, Sicherheit. Mein Schlafsack hier unten ist mittlerweile klitschnass. Das ist natürlich immer eklig aber zu sehen. Das Ding ist, das Trocknen bringt halt irgendwie nichts gerade, weil es regnet ja weiter hier drauf. Hier unten am Fußende ist leider alles klitschnass. Hier oben tropft es trotzdem noch durch. Zwar weniger als vorher,
Aber ja, ich kann es ein bisschen trocknen, aber eigentlich bringt es nichts. Hier muss ich halt extrem aufpassen. Also man sieht sehr gut, wie ganze Feuchtigkeit jetzt hier schon rausdampft. Aber ist das Ding ein bisschen zu nah dran, dann brennt mir halt sofort der Stoff weg. Oder kommt hier ein Funken rein, ist ja direkt ein Loch drin. Ja, gut, das war ja klar. Tag 1. Nein. Oh. Spiefelsohle erstmal schön angekohlt hier. Ach du Scheiße. Aber ist nicht durch, ne? Naja. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Bleib erstmal ruhig, warte auf die Jungs, die sind gleich bei dir. Die Wohnung ist vorgewärmt. Nein. Ach, geht's um Dave? Da ist er. Alter, es tut mir so leid, Johannes. Mein Magen hat gerade eben angefangen und dann war nicht nur so kalt, sondern so, ich habe so 3 Minuten ins Leere geguckt. Also Kälte und Nässe war natürlich da. Aber das war jetzt nicht so das Mega-Problem. Hey, verabschiede dich von deiner Insel. Es tut weh. Was für ein schreckliches Ende, wirklich. Ich habe es bei mir auch schon gesagt. Ich hatte so große Pläne, ich hatte so viel vor. Und dass es dann so endet, nach einem Tag, an dem eigentlich alles wunderbar funktioniert hat, Schande. Man hatte nur eine Chance und die ist jetzt weg. Scheiße. Es war noch gar kein Tag, ne? Die sind immer noch an Tag 1. Ich weiß zwar nicht, wie viel Uhr gerade offiziell ist, was mich sehr interessieren würde. Wäre cool, wenn das immer eingeblendet werden würde. Wie viel Uhr gerade ist, das fände ich immer sehr interessant. Ich vermisst auch ein bisschen diese Punktetafel, wenn diese Tageschallenges sind, wie beim ersten Mal mit den Zeiten. Aber das ist gerade der schlechteste Moment, um darüber zu reden. Dave fliegt gerade raus. Das ging schnell. Das ging echt. Also so schnell hätte ich es nicht erwartet. Das mit Dave wusste ich, habe ich ja euch schon erzählt. Ich hatte mit Dave schon gesprochen. Aber das ging schnell, 2 Leute schon weg. Ich wusste auch nicht, dass Dave direkt am gleichen Tag noch weg ist. Ich wusste, dass er früh abgebrochen hat und dass er nicht länger als 2 Tage... Ich hätte gedacht, er hätte noch, sogar noch eine Nacht. Da wollte ich auch selber gar nicht gespoilert werden. Ich hätte gedacht, er macht noch eine Nacht, aber nee. Mann, ey. Peinlich, die Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Aber ich gehe jetzt nicht mehr raus. Pipi mache noch, mein Abendbrot essen und dann ziehe ich mich in mein Schlafgemach zurück. Und am Anfang war mir kalt. Der hat irgendwie nasse Augen. Kalt, Füße kalt, alles kalt. Wirkt aber so. Jetzt ist sogar so ein bisschen geschwitzt. Also man braucht einen Moment im Schlafsack, um wieder Wärme aufzubauen. Aber heute früh war ja, oder als ich angefangen habe, die ganze Geschichte, war ja das Moos noch so nass und sowas. Es ist immer noch feucht, aber es ist längst nicht mehr so krass kalt wie am Anfang. Das ist ziemlich geil. I love Moos. I love Moos and I. Ich werde Moosverleger. Na klar, Madi. Der Tag lief nicht so, wie ich mir den eigentlich erhofft hatte, bin ich ehrlich. Also mein Shelter ist nicht dicht, ich bin komplett nass. Er hat einen ähnlichen Vibe auch, wie Dave kurz hatte und auch einen ähnlichen wie Bommel. Er wirkt auch, obwohl er eigentlich sehr locker wirkte beim Intro und so, er wirkt irgendwie nicht mehr ganz so richtig happy mit allem. Bis auf die Unterhose, ich bin wirklich, also, wenn ich auftrete, läuft das Wasser durch meine Zehen durch. Ich bin komplett nass. Ja. Unterhose auch komplett nass, Hose nass, Jacke nass. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, weil wenn ich jetzt einen Schlafsack, der wird auch nass in der Nacht. Da tropft ja alles da durch meinen Shelter. Ich kriege jetzt nicht mal mehr irgendwie ein Feuer an. Es ist alles komplett... es geht gar nichts mehr. Ich bin auch irgendwie voll fertig. Ich habe auch echt keinen Bock mehr. Und das ist noch am ersten Tag, das kann doch nicht sein. Ich habe noch nicht so Startschwierigkeiten gehabt wie heute, das war ja krank.
was das mit einem macht, ist echt so heftig. Ich kann es mir richtig vorstellen. Man denkt sich jetzt so, ach ja. Und dann sitzt, dann stehst du da, bist klitschnass. Und ich glaube, das ist schon erstmal der krasseste Effekt, zu wissen, ich kann hier gerade nicht vernünftig trocknen. Ich glaube, das zieht einen so runter. Also, man merkt es ja schon. Ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde probiert, Feuer anzumachen. Ich kriege kein Feuer an. Ich bin irgendwie voll bescheuert. Die scheiß Birkenrinde, die fängt keine Funken. Glippt nur ein bisschen vor sich hin, aber es geht nicht los. Aber ich konnte das Feuer vorher nicht retten. Also es hat so doll geregnet, dass es einfach ausgegangen ist. Ist eh alles nass. Also das Holz brennt auch nicht. Ich habe jetzt schon Holz gespalten, aber es ist halt auch innen drin komplett nass. Also ich bin gespannt, was die anderen raus machen aus dem Wetter, aber es ist wirklich schwierig. Und ich bin nicht das erste Mal draußen und ich hatte noch nie so eine Schwierigkeiten. Da haben wir das Intro. Das Intro war echt vom ersten Tag. Ich wollte mal kurz sagen, dass Regen in so einem Experiment, in so einem Event übelst viel ausmacht. Wenn es jetzt, sag ich mal, trocken gewesen wäre, 20 Grad, 15 Grad, von mir ist auch nachts 5 Grad, aber trocken, dann hätte ich das Ding bauen müssen. Ich hätte nicht die Probleme, mir wäre nicht kalt, ich hätte einfach mich in den Schlafsack reingehauen und hätte auch Open Air geschlafen, ohne Dach drüber, das ist mir scheißegal, aber wenn du nass bist, das zieht durch die ganzen, überall durch, jeder Knochen, alles tut weh, alles ist nass. Ich hoffe, dass der andere mehr Glück hat als ich. Achso, und Hygiene ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, dieser Begriff, weil ich habe alles einzeln. Einzelne Zahnbürste. Die Zahnbürstetabletten sind jetzt offen und sind jetzt in der Packung. Da kannst du reinringeln, die werden quasi dann einfach ein Brei wahrscheinlich werden und sind auch unbrauchbar. Und die Seife, die löst sich eh auf. Also, das war die dümmste Idee, ein Hygieneset dabei haben zu wollen. Nur zum Zähneputzen. Ich hab's sogar. Naja, komm, reden wir nicht drüber. Ja, sehr, sehr. Ich versuche jetzt wenigstens schlafen zu gehen irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr. Mir ist arschkalt, Mann. Oh, ich möchte wirklich ungern meinen Schlafsack jetzt nass machen. Aber ich muss. Und ich liege auch knüppelhart. Das kommt auch dazu. Es ist kalt, nass und hart. Aber bei ihm merkt man auch irgendwie so, dass vom Mindset her irgendwie, warum hat er sich nicht schon, ich meine, ich sage das jetzt hier so, ne, aber ich kenne auch den zeitlichen Ablauf nicht so 100%. Das finde ich ja super interessant. Aber vielleicht können sie es auch selber gar nicht mehr nachvollziehen. Weil die GoPros vielleicht von den Zeiten her die nicht richtig aufnehmen? Doch, eigentlich müssten die das. Müssten die doch eigentlich, oder? Oder konnten sie es vielleicht im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen? Ist auch egal. Aber warum hat er das nicht schon mit Moos ausgekleidet und sowas halt alles? Mega. Bei mir, also ich hatte das Gefühl, bei ihm fehlt auch irgendwie so ein bisschen Motivation. Irgendwie hat ihn das, glaube ich, die ganzen Umstände auch runtergezogen. Ähnlich wie bei Bommelt, der auch so ein bisschen so... Ja, da fehlte irgendwie so dieser Antrieb, weil diese negativen Gedanken einen zu sehr vereinnahmt haben, habe ich das Gefühl bei ihm auch. Ich muss nur ein bisschen bedenken, dass mein ganzes Konstrukt ja nicht hält, Alter. Wenn ich dann abends, oder ach, abends, wenn ich dann nachts irgendwie hier begraben werde von, das wiegt ja mittlerweile schon ein bisschen was. Mhm. Ich bleib einfach liegen, dann ist er egal, dann war es das halt. It is what it is. So, der mit der Schlafsack auch komplett nass. Aber man kann es nicht ändern. Scheiße. So unhappy. Ja, Resümee, erster Tag. Ich glaube, es war alles Worst Case. Ich meine, ich bin hier mit Durchfall aufs Boot. Dann auf einmal die Überraschung, wir sollen an Land schwimmen. Dabei wird mein ganzes Zeug in dem Seesack nass. Einfach komplett nass. Es regnet den ganzen Tag. Aber ich habe diese wunderbare Höhle gefunden, hatte echt Spaß, das Ganze hier zu bauen, was einen auch ja, gut abgelenkt hat von ja, Kälte, Nässe und so weiter. Und dann hier das Moos, wodurch mein Schlafplatz schön weich ist. Auch wenn ich hier natürlich total kreuz und quer auf irgendwelchen Felsen liege und Bein irgendwie ausgestreckt und das andere angewinkelt und was weiß ich, geht alles besser, aber es hätte aufgrund der Ausgangssituation viel, viel mieser laufen können. Ich könnte jetzt irgendwo pitschnass mitten im Moos liegen, keine Ahnung. Deshalb super dankbar, dass ich hier dieses Plätzchen gefunden habe. Und ich habe Bock. Ich bin morgen gespannt auf die... Ich hab Bock ist ein Satz, den hat man von vielen anderen bis jetzt noch nicht so richtig gehört, ne? Eher das Gegenteil. Tageschallenge. Und ich bin sehr gespannt, wie Nacht wird. Ob ich durchpenne, ob ich dauernd wach werde.
wie ich hier mit dem Holz hinkomme, das ist eine große Sorge. Ich brauche auf jeden Fall das Feuer, weil meine Klamotten sind natürlich immer noch sehr klamm. Aber wie gesagt, ich will gar nicht rumheulen oder meckern, weil es könnte ganz, ganz anders für mich aussehen. Und ich bin sehr zufrieden mit Tag 1. Also, ich versuche jetzt mal ein bisschen die Augen zuzumachen. Ich bin nämlich echt müde. Augen zu. Bisschen. Oh, dunkel. Jetzt ist tatsächlich das erste Mal richtig dunkel. Schlafen. Ich bin sehr gespannt, ob ich aufwachen werde, wenn es stockduster ist. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass wir hier vom unserem Patienten noch nichts gehört haben. Obwohl er ja weitermacht eigentlich. Oder vielleicht schon wieder hell wird. Und wird er jetzt auch gar nicht mehr dokumentiert, weil er offiziell raus ist? Und er macht das gerade nur noch wirklich komplett 100% für sich privat weiter? Ach, er wird gar nicht mehr begleitet von der Kamera. Das Gefühl habe ich nämlich gerade. Hoffen, dass es morgen trocken ist und ich das Thema Angeln in Angriff nehmen kann. Denn also im Projekt. Meine Nahrung bestand heute aus 3 Händen Heidelbeeren. Heidelbeeren wahrscheinlich. Heidelbeeren. Und das war's. Das sollte sich die nächsten Tage auf jeden Fall ändern. Sonst kriege ich außerdem auch ein dickes Problem. Was kommt jetzt? Ich liege hier auf Felsen wie sonst, auf Kissen und Matratze im Bett. Oh Mann, ey. Aber ich wollte ja eine Herausforderung bzw. Grenzerfahrung und mir ist echt kalt, ey. Es ist unfassbar, dass das Feuer da ist und ja. So wie echt, dass ihm echt kalt ist, obwohl er das da so zugebaut hat? Wenn ich hier ankomme, weil die Beine so kalt sind. Und ja, und wenn ich die Beine jetzt hier hinlegen würde, der Oberkörper so schnell kalt werden würde, dass ja, ich wieder wechsle. Ach ja. Schlafsack wäre jetzt schon Gold. Das wär stimmt, der hat ja auch gar keinen Schlafsack. Ich ja wieder. Das verdränge ich. Man sieht bei allen Schlafsäcke und Co. und geht natürlich stark davon aus, er hat natürlich auch einen. Aber nee, er hat nichts. Schon krass, so ein Schlafsack. Draußen sind die ganze Zeit irgendwelche Schritte, Geräusche. Aber ich versuche mich da jetzt nicht von irritieren zu lassen. Ich hänge hier fast komplett im Feuer und habe hier die Jacke geöffnet, um das alles mal richtig zu trocknen. Ich weiß nicht, ob ihr hier diesen Dampf seht. Riecht auch bestimmt gut dann, ne? Generell, die ganzen Klamotten. Das ist alles, boah. Alles am Verdunsten hier aus der nassen Kleidung. Und das hilft auf jeden Fall, dass die Regenjacke meine Beine abdeckt. Das ja, hätte ich nicht gedacht, aber es bringt voll was. Boah. Ich freue mich, wenn endlich Tag ist, ey. Da muss er sich irgendwas bauen, wo er besser drauf liegen kann, ne? Also ich muss echt betonen, diese Nacht ist ein Kampf. Ich bin eigentlich so krass müde. So wenig, sporadisch immer geschlafen, dann wieder aufgewacht. Dann, ja. Aber ich will halt durchhalten. Ich will einfach irgendwie schaffen, durchzuhalten. Und morgen muss ich dann hier tagsüber das Ganze optimieren. Und brauche unbedingt wieder neues Feuerholz, weil das hier geht gerade krass zur Neige, ey. Hoffentlich reicht das für die Nacht. Bis dahin versuche ich aber die Klamotten nochmal komplett trocken zu kriegen, zumindest das Oberteil. Ja. Dann hoffe ich darauf, dass ich es auch ohne Feuer den Rest der Nacht dann aushalte, falls es so sein sollte, dass ich kein Feuer mehr habe. Also kein Holz. Ja. Ist doch viel zu kalt. Ich beiße. Ich schaff das. Ich schaff das. Dank! Freunde, was soll man sagen? Es ist krass. Es ist krass. Es ist geil. Es macht richtig Bock zu gucken. Auch wenn es jetzt über eine Stunde war. Hammer. Ey, ich bin übelst gehypt. Was sagen die Top-Kommis? Danke für dieses Format. Einfach eine Bereicherung für YouTube. Auf jeden Fall. Chris, ich knabber mal hier an diesem Pilz etwas später. Ich höre irgendwelche Stimmen. Freunde, okay. Ich bin nach wie vor natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Schade, dass Dave nicht mehr mit dabei ist. Das war halt die Info, die ich wusste. Das heißt, ich weiß ab jetzt auch wieder gar nichts. Also ich wusste, dass Dave das Camp verlassen hat, weil er irgendwie krank wurde. Und
Ja, aber dieser ganze Plan, mich hätte es ja super krass interessiert, wie, also ich finde es super schade, also ich finde es ist eh kacke natürlich, aber mich hätte es extrem interessiert, wie jemand, der so wenig Erfahrung hat, damit umgeht und ob er es wirklich schaffen kann. Wenn du natürlich krank wirst, ist natürlich absolute Scheiße. Ich lasse die Sachen ansonsten einfach so stehen. Ich bin gehypt auf Mittwoch um 18 Uhr, da geht's bei Fritz weiter. Wir werden es wieder einen Tag später das Ganze zusammen angucken. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen angenehmen Sonntag, Leute. Take this auf jeden Fall easy. Wisst es zu schätzen, was ihr da habt. Ein Dach über dem Kopf. Und ja, wie gemütlich wir es eigentlich haben, wenn man sich mal anguckt, wie es ist, wenn man so der Natur ausgesetzt ist, ne? Es geht nicht allen so gut wie uns hier. Da sollte man drüber nachdenken, wie sehr man sich in solchen Situationen nach so einem richtigen Zuhause sehnt, ne?